Yo, servus und moin ihr Rednecks. Wie ihr seht, ich stehe hier vor meinem wunderschönen Motorrad und gar nicht lang drum herum geredet. Wir fangen erst mit dem Thema an. Steht natürlich in der Titelbeschreibung oder im Thumbnail, je nachdem. Gut, erster Punkt. Was mir an dieser Maschine unglaublich gut gefällt, ist das Aussehen. Ja, ist vielleicht ein relativ banaler Punkt, aber schaut sie euch an. So geil, so schön symmetrisch. Die Farbgebung, einfach alles komplett passend, in meinen Augen jedenfalls. Und was mir halt auch ein großer Punkt ist, der mir richtig zusagt, ist die Blinker. Wir machen einmal kurz die Warnblinkanlage an, damit man es auch gut sieht. Schaut euch das an. Richtig schön. Mir persönlich gefällt's. Die Blinker sind schön im Heck eingelassen. Nichts, was nervig außen drum rumhängt. Nein, perfekt verbaut. Ja, für die nächsten Punkte setzen wir uns einfach mal aufs Motorrad und fahren direkt los. Der zweite Punkt wäre jetzt hier einfach Leistung und Gewicht. Das gefällt mir an dieser Maschine auch extrem gut. Wie ihr wisst, fahre ich hier eine 750er GSXR, Baujahr 2008. Und ja, 57 Kubik sind mehr als 600 Kubik und mehr und weniger als 1000 Kubik. Sprich, diese Maschine befindet sich genau dazwischen, aber gefühlt ist sie einfach so leicht wie eine 600er mit annähernder Leistung von einer 1000er. Und das macht für mich das perfekte Straßenmotorrad ganz einfach aus, weil ja, handlicher, bequemer geht's einfach nicht. Ja, das muss ich ganz dazu sagen. Perfektes Motorrad für mich persönlich. Und ja, zudem hat sie auch noch 150 PS laut Suzuki und ja, sind wir mal ehrlich, mehr brauchen wir für die Straße auch gar nicht. Gut, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Das ist jetzt ein bisschen mehr technisch und zwar geht es hier um die Bremsen. Die Bremsen sind schon ab Werk richtig geil. Also klar, die Maschine hat 150 PS, da sollte man einigermaßen erwarten, dass die Bremsen okay sind. Aber das ist nicht immer der Fall, beziehungsweise nicht bei allen Herstellern der Fall. Ich möchte jetzt keine Hersteller nennen, aber es gibt 1, 2, 3, 4 Hersteller, die nehmen das mit den Bremsen nicht ganz so genau. Die werden erst geil, wenn man sie wieder für sich persönlich herrichtet und einstellt. Und ja, das hat Suzuki hier richtig gut hingekriegt. Die Bremsen sind schön griffig und bissig. Macht Spaß damit zu fahren. Genau, der vierte Punkt ist, ja, die Maschine hat eigentlich nichts. Ja, das ist vielleicht für manche ein Negativpunkt. Für mich ist das ein großer Vorteil, weil wenn wir uns jetzt hier mal den Tacho angucken, klar, sie hat eine Geschwindigkeitsanzeige. Großer Pluspunkt für mich ist eine Ganganzeige. Was sie noch hat, ist natürlich Kilometerzähler und Tageskilometerzähler und eine Uhrzeit plus Temperaturanzeige. Mehr hat sie nicht. Sie hat keine ABS, sie hat keine Launch Control, sie hat keine Relay Control, sie hat gar keinen technischen Schnickschnack. Ja, das gefällt mir an ihr ungemein gut, weil ich kann hier einfach fahren, wie ich möchte, in Anführungszeichen, und bin mein eigener Herr und Meister. Ich habe nicht so viel PS, dass ich auf irgendeinen Computer angewiesen bin, der das für mich runterregelt, weil ich sonst im Graben lande oder vom Baum. Und ja, ich muss sagen, Motorräder mit wenig Schnickschnack gefallen mir immer noch am besten. Ja, klar, eine R1 Baujahr 2021 ist auch richtig geil, keine Frage, aber ja, ich liebe es einfach, wenn Motorräder noch so pur vom Fahrverhalten sind. Einfach nur komplett direkt und ja, macht Spaß. Und der letzte Punkt wäre jetzt einfach der Klang. Ja. Ich habe hier noch den Originalauspuff drauf. Klar, man kann mit noch mehr rausholen mit einem anderen Auspuff, zum Beispiel Yoshimura oder Acra oder Bodis, aber mehr braucht man nicht. Ich beschleunige jetzt mal kurz durch und hört ihr das vielleicht, beziehungsweise hoffentlich. Ich meine, beim Anfahren habt ihr es auch gehört. Das ist doch einfach ein sauberer Klang, macht Spaß damit zu fahren und mehr braucht man nicht. Und sind wir mal ehrlich, der klingt schon richtig geil, der Auspuff. Die Maschine, da fehlt nichts am Klang, da fehlt nichts am Fahrverhalten, ist einfach geil. Ist Baujahr 2008, sprich die ganzen Normen etc. vom Cut und was weiß ich nicht alles, die gelten hier teilweise noch gar nicht. Klar. 2008, da sind schon ein paar Regelungen eingetreten, aber noch nicht so krass viele, dass man es hier merkt, beziehungsweise dass man Abstriche machen muss. Ja, das sind meine fünf Sachen, die ich an dieser Maschine liebe. Ich könnte noch so viel mehr aufzählen, aber das sind ja alle so Kleinigkeiten. Und ja, deswegen, meine lieben Freunde,
kommt im nächsten Video, was ich an dieser Maschine nicht mag. Seid mal drauf gespannt. Vielleicht finde ich ja noch was, was ich an dieser Maschine überhaupt nicht mag. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche bzw. ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video guckt, lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich riesig freuen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me.